Hallo zusammen, guten Abend. Wie ihr gleich merken werdet, ist mein erstes Gedicht deutlich zu kurz für 5 Minuten, deswegen mache ich drei Gedichte. Und das erste, das geht so. Es krebsen Krebse durch den Sand bis an das Haus, hinauf die Wand, dann übers Dach, durch den Kamin, ins Feuer rein, dann sind sie hin. Warum, das weiß man nicht, und zwar, weil es bisher noch nicht möglich war, zu retten und zu fragen, dann so einen Krebs, warum er sprang. Doch stört das oftmals beim Verzehr der toten Krebse nicht so sehr, als wie mit welchem Werkzeug man denn nun die Schale öffnen kann. So, jetzt ein anderes Medium, Papier. Mein zweites Gedicht habe ich für einen guten Freund geschrieben zu seiner Promotion. Er hat dissertiert in technischer Physik und es trägt den Titel Dr. Fendt. Bitte schauen Sie, Herr Dr. Fendt, ich glaube, mit mir geht's bald zu Ende mit Zwicht und Zwack. Schon überall, das war ja früher nicht der Fall. Wenn Sie mich untersuchen könnten, das mit mir nicht gar so früher enden. Verschreiben halt so eine Pille und mit ein bisschen Sport und Wille werde ich schon wieder halbwegs gesund. Gegeben Sie mir halt die halbe Stunde in Ihrer feinen Praxis drin, damit ich wieder einen Sinn im Leben spüre und dieses Jahr, so Gott will, nicht mein letztes war. Spricht's alte Mutter bitterlich, doch Dr. Fendt, der weigert sich. Beharrlich will er sie erklären, doch sie will nicht auf ihn hören. Die arme Frau, sie weint und fleht und meint, wenn es ums Geld ihm geht, dann würde sie bezahlen ihn und legt in dem Moment schon hin den einen um den anderen Schein. Die meisten würde das wohl freuen, doch Dr. Fendt, der wimmelt ab. So werden der Frau die Scheine knapp und schließlich ist ihr Börser leer. Sie spricht, ja mei, ich hab nichts mehr, ist sonst mal halt, warum sie mich, sie Gottin weiß, sie heiler sie, nicht untersuchen tun beim Herrn im Himmel und sie gar nichts scheren. Um mich, mein Jammern und mein Lord, und ist die Wahrheit noch so hart, ich werd's verkraften irgendwie, bitte Sie, Doktor, sprechen Sie. Herr Dr. Fendt, der gute Mann, hebt leicht beschämt die Stimme an, versucht ihr alles zu erklären, doch jene Frau scheint sehr zu stören, was sie von ihm vernehmen muss. Sie unterbricht ihn voll Verdruss. Sie waren meine letzte Hoffnung, Herrn's. Wenn ich's mir überlegt, dann kehren's verhaftet und nicht promoviert. Für was haben Sie denn gar studiert, Sie Scharlatan? Sie Gauner, Sie mit Ehren, wir sagen's, PhD, wenn Sie, wo Sie doch Doktor sind, kein Leben retten können, dann. Darauf zieht die Frau davon und er schaut ihr schweigend hinterher. Und wir können lediglich vermuten, was der Doktor sich so überlegt, wer da steht, was ihm durch seinen Kopf geht, bis sie entschwunden seinen Blick. Gut möglich, dass er denkt, Physik sei nicht die allerbeste Wahl gewesen, ob der großen Qual so vieler Menschen auf der Welt. Möglicherweise aber stellt er sich auch gänzlich anders dar und, so Gott will, stellt er sogar heraus, sich irgendwann einmal erlöste bloß ein Integral. Und für mein drittes Gedicht aber jetzt noch ein anderes Medium, Smartphone. Es trägt den Titel Frühstücksflockenkreislauf. Frühstücksflocken fallen leise in die Milchschüssel hinab. Ausgelöffelt finden sie im dunklen Leib ein warmes Grab. Auf das sie dort nicht ewig ruhen, verstopfen wie ein schlimmer Tod. Drückt's innerlich den kleinen Buben bald schon, tut's ihm eifrig Not. Er rennt ins Klo und setzt sich eilig auf die breite Schüssel drauf. Ohne Zutun, ohne Arbeit nimmt die Sache ihren Lauf. Nachdem die Windungen entleert, zieht am Spülungshebel er, die Massen treibt hinab den Abfluss bis zur Kläranlagenwehr. Frisch gesäubert, dann getrocknet und zerhäckselt ganz nach Norm, erhalten sie als Flocken wieder ihre angestammte Form. So erreichen neu verpackt sie aus der Schachtel einmal mehr eine Schüssel Milch, womit der Kreislauf nun vollendet wäre. Doch der Kreislauf währt nicht ewig, denn es stirbt auch schon einmal jemand an Verstopfen, was in diesem unglücklichen Fall jenen Flocken, die einst fielen in die Milchschüssel hinab, einen Platz beschert am Friedhof, in des Flockenessers Grab. Von dort zurück in eine Schüssel haben sie es noch nie geschafft. Was beruhigt, denn alles andere wäre ziemlich ekelhaft.